Herr Dr. Bornmeiner, Sie dürften eine eingeschränkte Wahrnehmung haben. Ich habe das ausführlich erklärt. Wenn es einen sicheren Impfstoff gibt, habe ich vor einer Impfung keine Angst und lass mich impfen. Ich befürchte nur, dass mein Diskussionspartner einer der vielen Beispiele ist von Impfschäden. Allein Ihre Argumentation zeigt mir, dass Sie offenbar in Ihrer Kindheit einige Impfungen bekommen haben, die Ihnen nicht gut getan haben. Das muss man bei der Gelegenheit auch sagen. Herr Dr. Bornmeiner, ich komme jetzt noch einmal zurück, weil Sie jetzt zum zweiten Mal den Fall Berlin ansprechen, die Demonstrationen von Berlin. Herr Dr. Bornmeiner, da haben sich 30.000, 40.000 Menschen auf die Straße gestellt und haben gegen politische Maßnahmen demonstriert, nämlich gegen eine hohe Arbeitslosigkeit, gegen eine Rekordverschuldung, eine Jahrhundertrezession und gegen Maßnahmen, die im Zuge der Corona-Pandemie getroffen worden sind, die allesamt freiheitseinschränkend und verfassungsaushöhlend wurden. Und nur weil dort 300 oder 400 unappetitliche Leute mitgelaufen sind, dann, so wie Sie heute in Ihrer Kolumne es getan haben, 40.000 unbescholtene Menschen als Verbrecher zu deklassieren und zu denunzieren, als Aluhutträger, als Nazis und als Rechtsextreme, das lasse ich nicht zu. Und Sie wissen genau, dass Sie für die heutige Kolumne schon sehr viel Kritik bekommen haben, weil sie pauschalisierend ist und weil sie im Übrigen genau jenen Worten entspricht, die Ihre Frau vor 3 Wochen nur auf Twitter großartig getwittert hat, aber Sie dürften in Salzburg noch immer nicht mit Ihrer Frau gesprochen haben, weil die würde Ihnen endlich einmal erklären, werfen Sie nicht alle in einen Topf, ja? Wer sich vor Kritik fürchtet, hat immer etwas zu verbergen, sagte schon der große deutsche Altkanzler Helmut Schmidt, sondern setzen wir uns endlich mit der Kritik auseinander und zwingen wir die Politik dazu, auf die drängenden Fragen dieser Protestierer, die es in allen europäischen Hauptstädten mittlerweile gibt, endlich Antworten zu setzen. Ja, war es notwendig, diesen Generalalarmismus auszulösen? War es ein falscher Alarm? Ist es angesichts von 700 Toten in Österreich tatsächlich so gewesen, dass 100.000 gestorben sind oder nicht? Haben wir alle in unserer Familie nun einen Verwandten, der gestorben ist? Oder haben wir nicht? Analysieren wir endlich die Politik. Sie sind ja aufgeklärter Geist. Fühlen Sie sich endlich wohl der verpflichtet und nehmen Sie nicht alles händefaltend, goschend haltend von der Politik hin, was Ihnen der Herr Anschober oder der Herr Kogler gegen Papinatz aufschreiben, Herr Dr. Bornmeier. Ja, gut.